Am 10. Spieltag trifft Frankfurt auf Hoffenheim. Die TSG um Coach Jürgen Ehrmann hat bis auf die Pleite gegen Wolfsburg alles gewonnen, spielt eine überragende Saison, kann mit einem Sieg gegen Frankfurt vorübergehend punktemäßig mit Tabellenführer Wolfsburg gleich sehen. Und die Frankfurterinnen in Weiß, aktuell auf Tabellenplatz 5, mit einer Änderung zum Pokal aus gegen Bayer Leverkusen. Die bessere Mannschaft im ersten Durchgang. Santos in der 11. Minute. Aber wenn das die beste Szene, der beste Torabschluss in Durchgang 1 ist, dann wissen Sie Bescheid. Da war noch Luft nach oben, tritt ja auch ein wenig auf den Boden. Und es war wenig Herzerwärmendes in den ersten 45 Minuten. Aber es sollte sich bessern. Auch auf beiden Seiten sollte das an Tempo aufnehmen. Das Geschehen auf dem Platz. 48. Frankfurt weiterhin am Drücker. Immer wieder ging es über rechts, über Santos und Moron mit dem Abschluss. Sandrine Moron, die Schweizerin, die aus Zürich kam, hier mit dem direkten Abschluss nach der guten Flanke. Da fehlt nicht so viel bis zum Hoffenheimer Tor. Und die hatten dann auch mal Abschlüsse, die Hoffenheimerinnen, nämlich mit Fühner. Und da ist Hieberlin zur Stelle. So viele Tore gemacht in dieser Spielzeit. Hoffenheim, aber heute gegen Frankfurt irgendwie nicht so richtig drin in der Partie. Stürzel. Und dann Santos. Specht unglücklich mit dem Kopf auf Feiersinger. 53. Minute. Spektakulärer Fallrückzieher ins Glück zum 1:0 für den ersten FC Frankfurt. Das war gar nicht unverdient. Santos, eine prägende Figur in dieser Partie. Und dann Feiersinger, den kann sie ja fast gar nicht mehr anders nehmen nach dieser Vorlage von Specht. Dann halt einfach per Fallrückzieher. Die Antwort der TSG. Harsch mit dem Kopfball, aber kein Problem für Hieberlin. Also, auch Hoffenheim mit Abschlüssen, aber in der Summe viel zu wenig. Und immer wieder wurde es gefährlich, auch nach Ecken. Wieder Santos, diesmal nicht der Schuss, sondern der feine Chip auf Sandrine Moron und das 2:0. Da sieht auch Janina Leitzig im Kasten der Hoffenheimerinnen nicht so gut aus. Leitzig, die heute Martina Tofekovic im TSG-Kasten vertrat. Tofekovic verletzt und Leitzig, wenn sie da die Hand dran hat, dann muss sie den Ball auch von der Torlinie wegbekommen. 2:0 für den vermeintlichen Underdog. Es roch nach 3 Punkten für Frankfurt, aber Hoffenheim jetzt mit der zweiten Luft wollte nochmal alles versuchen und die Brechstange auspacken. Langer Schlag und dann die Chance für Bühler und das Tor. Luana Bühler mit ihrem allerersten Saisontor. Kuddelmuddel im Strafraum und dann noch der Tunnel gegen die Frankfurterinnen, nichts zu machen für Brian Hieberlin. Und auf einmal wieder der Mut bei der TSG und das 2:2. Leonie Pankratz da am langen Pfosten. Da hatten die Frankfurterinnen auch rund um die Verteidigerin Santos gepennt und auf einmal ist da Pankratz mit dem Kopf zur Stelle. 2:2. Auf einmal beide Seiten auch noch mit offenem Visier. Wer schaffte noch vielleicht den Lucky Punch in der Schlussphase? Biller, 9 Saisontore hat sie. Will das 10. aber Hieberlin hat was dagegen. Hoffenheim so stark, so präsent in der Offensive in der Saison, aber heute nur ein Punkt. Leipzig ärgert sich wegen des zweiten Gegentors, da sah sie nicht gut aus. Trotzdem am Ende ein leistungsgerechtes 2:2 zwischen Frankfurt und Hoffenheim. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.